Hallo ihr kleinen Geisterjäger und herzlich willkommen zum fünften Part von Let's Play Ghostbusters bei mir, dem Kegel. Ja, ich bin der Kegel und wir wollen jetzt hier mit der Karriere weitermachen. Als Geisterjäger natürlich, deshalb sind wir bei den Ghostbusters. wir gehen einfach auf Fortsetzen. Öffentliche Bibliothek. Okay. Ja, warum nicht? Wenn das so vorgegeben ist, dann, ne? Und so. Dann hauen wir da mal rein. Wieso kriege ich so viele WhatsApp-Nachrichten? Ich verstehe es nicht. Aber egal. So, wir müssen uns ja, ich hatte jetzt vorhin nochmal kurz... Huch. Ja, ich schmeiße wieder alles runter, ganz klar. Ich hatte nochmal vorhin kurz in den vierten Part reingeguckt. Der ist übrigens noch nicht online. Wir müssen uns jetzt dann mit dieser Professorin... Frau, Doktor, oder auf jeden Fall müssen wir uns damit irgendjemanden unterhalten. Was? Big crowd. Venkman would love this. Captain McMahon from the 12th says there was a massive disturbance. Real fireworks show. Not much going on now. But didn't there used to be two lions out here? Check for valences. Durchsuche die Bibliothek. Interesting. Hä? Look at this. Wow, big spikes. Hey, Cadet, you need to see this. Ja, gut. Mit der Steuerung kenne ich mich ja auch gar nicht mehr aus, also von daher. Aber wir hätten uns doch eigentlich noch mit dieser Dings hier unterhalten müssen. Also da hatten wir doch jetzt im vierten Part ja... am Ende aufgehört. Was ist denn los hier, Alter? Muss ich nicht verstehen. Aber, bevor ich jetzt hier weitermache, ich muss noch mal ganz kurz hier ein bisschen meinen Schreibtisch umbauen. Ich habe nämlich ein bisschen, gerade ein paar Probleme, die Maus hier richtig zu führen. So, untersuche die Löwenstatue, um zu sehen, warum Ray und Egon so aufgekratzt sind. Und hoffen wir mal, dass es nicht wieder ein exotischer Schleim oder Schimmelpilz ist. Lecker. Schön. Gut. Stand back. Look out. There they go. Whoa, double full torso animators. But come on, after them. You heard Stance, let's move. Ja, ich hab doch gerade angefangen. Verfolge die Geister in die Bibliothek. Wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zurück zum fünften Part von Let's Play Ghostbusters. Und ich weiß übrigens nicht mehr, wie die Steuerung ist. Wollte ich nur gesagt haben, ne? Couple of Class 5 Animators. Never seen them in tandem like that. They're really agitated. Switching on the packs. Ja. Schön, und wo soll ich jetzt hin? Kann man mir das mal sagen? So, hier... Was? Alex the Burger Rodriguez? Ja, schön. Ich freue mich. So, was haben wir denn hier? PKE-Meter verwenden. Ja, gut. Marked of areas are restricted to library staff only. Mhm. Ich gucke einfach einmal hier unten, weil ich es kann. Beziehungsweise ich kann es ja gar nicht mehr. Ich muss übrigens dazu sagen, die letzte Aufnahme ist, wie lange ist denn die jetzt her? Ja, so knapp 2 Monate. Also die erste Aufnahme, sag ich mal so. Ach so, und bevor ich es vergesse, ich soll ja ein bisschen Werbung machen für einen Kollegen, den ich ja hier bei mir im Facebook drin habe und mit dem ich auch bei YouTube Kontakt habe. Ich komme gar nicht hier zum Sprechen. How about a little warning next time, fellas? That one's a beast, Ray. Let's chase him down. Winston, check that next doorway, see if he has any friends. Leave a haunted room. I got no problem with that. Hey, Cadet. Yes. Use the shock blaster, it's best to get in fairly close. Its effects are powerful, but dissipate quickly over distance. And please be careful. It's a prototype. We're trusting you with it. The stasis stream will temporarily slow down paranormal entities. If you train the stream on the target long enough, you can actually stop it entirely. This is how you use it. Drücke 2, was? Alter.
Drücke 2 und den Stasisstrahl. Switch equipment, Kid. Ja, ist ja gut. Aha. Wow. Cool. A freeze ray. A stasis stream. This has nothing to do with cold, but the effect is similar. When do you have the time to work on all this stuff, Egon? I've been conducting an experiment in which I sleep an average 14 minutes a day. Leaves me a lot of time to work. Great. Ready to roll. Hey, Haas, you think you can handle that little fella yourself? We'll meet you back here. Jetzt muss ich das auch noch alleine machen? Warum? Aha. Was? So ganz... Ja, da war er weg. Schön. Ja. Ich muss aber doch nochmal ganz kurz gucken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Spiel doch noch zu laut eingestellt ist. Leute, ich bin sofort wieder da. Ganz kleinen Moment bitte. Entschuldigung. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Also ich habe jetzt nochmal kurz in die Aufnahme reingehört. Also das hört sich hier jetzt, wenn ich aufnehme, lauter an, als wie wenn ich jetzt das über den Windows Media Player abspiele. Also das ist wirklich sehr mysteriös. Ja, jetzt muss ich hier erstmal weitermachen. So, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Ich wollte Werbung für meinen guten Kumpel Ludio92 machen. Und zwar, der hat nämlich einen Anime-Kanal jetzt aufgemacht. Der heißt Anime Heaven. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, also wenn ihr Anime-Fans seid, dass ihr da vielleicht mal vorbeischaut. Das wäre super. Ach, guck mal. Ekoplasmatische... Was? Ektoplasmische Überreste. Jawohl. Oh, sieht ja lecker aus. Also müssen die ja hier hinten sein, oder? Dachte ich. Gut, dann eben nicht. So. Wie gesagt, jetzt nochmal auf diesen Anime-Kanal zurückzukommen. Da ich auch ein großer Anime-Fan bin, also auch hier über One Piece und so weiter und so fort, wie gesagt, da ich ja ein großer Anime-Fan bin, wie gesagt, kann ich diesen Kanal sehr, sehr empfehlen. Und es wäre schön, wenn ihr da einfach mal vorbeischauen würdet und natürlich auch ein Abo bei dem guten Stefan bzw. bei dem guten Ludio92 da lassen würdet. Also Ludio92 ist sein Let's Play-Kanal und Anime Heaven ist jetzt der Anime-Stream-Kanal. Also der Anime... ich glaube, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Das ist echt scheiße. Aber, naja. Ist ja bei mir eigentlich normal, dass ich immer so eine Scheiße zusammenlabere, ne? Also Stefan, ich hoffe, die Werbung, die ich jetzt für dich gemacht habe, die, die hilft ein bisschen. Wobei ich ja sowieso viele inaktive Abonnenten habe. Aber vielleicht bringt es ja dir trotzdem ein bisschen Unterstützung. Ich hoffe es wirklich. So, aber jetzt hätte ich gerne mal gewusst. Ja, das hatten wir doch schon. Also, ich... Oh! Ich habe ihn nicht erschrocken. Nein! Kommst du nah drauf? Ich hätte jetzt nur gerne mal gewusst, wo ich jetzt, ja, weitergekommen tue und... Ach so. Ja gut, nehmen wir den Weg. Nehmen wir den, der offen ist. Weiß. Da tropft es. Ist normal. Alte Decke. Gut. Das sieht ein bisschen... Nee, komm, das ist Kunst. Also das ist normal. Dass hier vorne was liegt und, ne? Also das
Können wir so durchgehen lassen. Aha, wo ist denn der entlaufen? Was steht da? Sorry, das kann ich nicht erkennen. Tut mir leid. Oh yeah, wo sind wir denn jetzt? Look, it's the cadet. Hä? Was? Wie? Wo? Strong emanations, no direct source though. We followed our guy in here, and it gave us the slip. Detecting a very strong anomaly here. Erschreckt mich doch nicht so. So, der PK. Uh-oh, here comes something big. Ach du Scheiße. Now that is a fine example of a level 6 bidimensional attractor. Ja, schön. Achso, ich muss hier das Ding auch wieder entlüften. Und die Scheiße. Achso, ich kann ja nicht springen. Aha. Ja, huch. Würde ich ja gerne machen, aber ich krieg das irgendwie gerade nicht hin. Bin glaube ich zu blöd dafür. Ich habe mir den falschen Job ausgesucht. Also ich sollte auch kein Let's Player sein. Aber egal. Was nun? Achso, wird das jetzt so richtig sein? Losing strength. Keep tearing it down. Its power is emanating from a single focal object. Wrangle its focal point away. You got it, fantastic. Okay. Man, how much PK energy must it take to collect and create an entity like that? A lot of very angry energy. How easy was that? Wait, not so fast. I'm getting some big fluxes here. Untersucht das Gebiet. Na gut, wenn's sein muss. I think it's her. Yes. Yes, it is her. Eleanor Twitty, the librarian. Look, there she is. Meet us at the stairway door. War das gerade meine Oma, die hier durchgeflogen ist? Was? Keine Ahnung. So. Muss ich hier jetzt irgendwie durch, oder? Hä? Winston, check upstairs to see if the other phantom doubled back. Ha, ich bin nicht mehr alleine. She shushed us again. That witch. Psst, nicht so laut hier. Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Aus dem Film Ghostbusters. PKE's out and try to be quiet. Das ist normal. Oh, wow, a full stabilizing levitation. I'd say we're close to something. Ray. You got something? I've got something right here. Das passiert in jedem normalen Raum. Kid, check that out. Was denn? Ah! Oh. Ooh, she keeps shushing us. That's her, the Grey Lady. She's the first ghost we ever hunted. Gespensterleitfaden ansehen. Was? Geisterbibliothekarin. Halb verankerte Klasse 4 Entität. Geist muss gefangen werden. Angriff, Distanz und Erzeugen. Schwäche, Protonenstrahl. Betäubungsdauer moderat. Ach du Scheiße. Einfach Widerstand niedrig. Spezial beschwört Buchflatterer. Hm, klar. Und ich bin der Weihnachtsmann. Buchflatterer. Ich kann schon nie mehr richtig lesen. Konnte ich glaube ich noch nie, aber ist ja egal. So. Ach komm, nein. Das lese ich jetzt nicht vor. Das dauert zu lange. Das ist ja, ne? Wie jetzt wahrscheinlich die Olle entstanden ist und so. Ach, was weiß ich. Ist egal. So, untersuch die Bibliothek auf weitere paranormale Aktivitäten. Wir sehen eine Identität, die du begegnest. Jo. Alles klar. Ei, mein Captain. So, wir haben jetzt knapp 20.000
im Sack. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da schon was kaufen soll. Ich weiß es nicht. Strahlverstärker. Nee, also kaufen tue ich jetzt erstmal noch nichts. Erst wenn es mir empfohlen wird. Ja. Schön. These readings are off the charts. Das ist toll. Also haben wir wahrscheinlich schon. Gut. Ist okay. In case of fire. Ja, hilft mir sowieso nichts. Wow. Now listen. This place is reading like a psychic pressure cooker. Prime your thrower. Everybody stick close together. Ja, lass mich doch nicht alleine. Here, this way. Ja, schön. Das ist toll. New plan is fan out. Flexible approach, Ray. There are two hostile spirits roaming around in here. Hilfe. Schön. Ist das ein... Was? Ich wollte es gerade mal ausprobieren, wie es jetzt ist. Achso, ich dachte, es wäre hier komplett dunkel. Aber gut. Dann passt das ja. Hier liegt ein Bild. Das müsste doch eigentlich hängen, oder nicht? Now I got you. What? Oh no, kid, look out! It's coming your way! Oh, oh. Boden. Ich glaube, dem Geist war schlecht. Ektoplasma. So. Leute, wo seid ihr? Temperatures dropping. Event imminent. Brace yourselves. Autsch. Guys, I'm in the periodical archives looking at a stack of old newspaper clippings. All about some This dude has a history you should know about. Oh man, tut das not? Eleanor Twitty, the head librarian of this place. The Grey Lady? That would be my guess. Von da bin ich doch gekommen, oder nicht? Hä? Wolltest du mich hier... Ey, Alter! Du kleine Flötchennudel! So haben wir nicht gewettet. Ich habe auch Gefühle. Hey, ist okay. Habe ich was gesagt? Ich bin unschuldig. Ich bin die Unschuld vom Lande. Artefakte ansehen. Ha! Unwillige Leselampe. Jawohl. Aber werde ich jetzt nicht vorlesen. Das ist, na? Ihr wisst Bescheid, wie es ist. Und so weiter. Das ist normal. Das passiert jedes Mal, wenn ich in eine Bibliothek gehe, dass die Bücher sich dann so stapeln. Weil die wissen einfach genau, dass ich nicht gerne lese. Ich weiß doch ganz genau, wenn ich jetzt hier lang gehe, dass irgendwas mich angreift oder dass irgendwas passiert. Ich gehe am besten da ein. Das war klar. Gut. Warum nicht? Ich habe nur ein kleines Problem. Ich muss, glaube ich, einen Schnitt machen. Und wie hat das gerade so gehakelt? Oh mein Gott. Weißt du was? Ich mache es hier mal vorne. Ein ganz, 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 ganz kurzen Schnitt. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da aus dieser Bibliothek überhaupt nochmal rauskommen. Ich glaube da irgendwie nicht mehr dran. Aber naja, wir werden es gleich, beziehungsweise dann nächsten Tag, dann in der nächsten Folge und so weiter erfahren. Und wie gesagt, guckt bei Anime Heaven vorbei.
Mir bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Tschüssikowski, und mal gucken, was in der nächsten Folge passiert. Bis dann, tschüssi!